Servus aus Tirol. Dieses Mal wollte ich zeigen, während ich hier im Wald bin, was ich für ein Setup habe. Nein, ich bin nicht wie die meisten YouTuber und gehe immer wieder mit dem gleichen Setup raus, sondern das Gegenteil. Ich gehe echt jedes einzelne Mal mit einem komplett anderen Setup raus. Aber dieses eine Setup habe ich mir so gedacht, für die meisten Leute wäre halt mal interessant zu sehen. Als allererstes haben wir hier oben ein Helikontext-Tab. Probieren wir das nochmal. Als allererstes haben wir hier ein Helikontext-Tab in Olivgrün. Es hat hier ganz kleine Schlaufen, das ein richtig großer Minuspunkt ist für mich. Noch obendrauf, hier wegen der Spannung, wenn man kurz mal rüber zeigt. Die Nähte fangen hier immer an, ein bisschen aufzumachen. Und ich habe schon mal erlebt, dass jemand anders mal draufgetreten ist und das ganze Ding ist auseinandergerissen. Das gefällt mir überhaupt nicht an diesem Teil. Es hat schon was, mit dem Gewicht ist es extrem leicht. Es hat sehr viele Abspannpunkte. Wie man hier in der Mitte sieht, sind so was, 3 Stück in der Mitte. Links, rechts nochmal 2. Also 5 Abspannpunkte. Aber ich verwende meine Tabs nicht so aufwendig und viel, sondern ich verwende sie einfach fürs schnelle im Wald sein. Und das ganze komplizierte Aufbau, das ist nicht so mein Ding. War es noch nie. Ich finde es überflüssig mit den vielen Ösen. Ich weiß, ich bin einer der wenigen. Aber ich werde diesen hier auch nie wieder mitnehmen. Weil jedes Mal, dass man das Ding anspannt, in der Nacht fängt es an, ein bisschen abzusacken. Aber beim Tab ist es extrem wichtig, dass so etwas sich nicht bildet. Wenn da irgendwie eine Dule auf der Plane sich bildet und Wasser sich ansammelt, tropft es irgendwann mal durch, was bei der Baumarktplane einfach nicht der Fall ist. Ich bin ein großer Baumarktplanen-Fan und das hier ist für mich einfach viel zu teuer, viel zu wenig robust und noch dazu viel zu umständlich überhaupt aufzuschlagen. Noch einen großen negativen Punkt an solchen Tabs ist, wenn man sie unter sich selber legen will, wie ein bestimmter YouTuber schon mal vorgezeigt hat, der ganz berühmt ist, Fritz Meinecke, wenn man da drauf liegt und da ist ein Ast oder das kleinste Stöckchen, sticht es einfach sofort durch diese Plane durch, das ist nicht zum Empfehlen. Und bei der Baumarktplane ist es absolut egal, die sticht nicht durch und wenn sie durchsticht, tust du etwas Panzertape drauf. Baumarktplanen kosten so in den Schnitt zwischen 5 den ganzen Weg bis 15 Euro. Muss man immer schauen, wo man sie herkriegt. Und die gibt es sogar in verschiedensten Farbausführungen. Zwinker, Zwinker für mein nächstes Video. Gehen wir jetzt mal rein in die gute Stube und zeigen das teure Zirkuszelt vor. Das hier ist nämlich der Carinthia Observer Plus. Das sieht man in lauter Videos überall auf YouTube und ich muss echt eins sagen, Carinthia hat von der Robustheit nicht gelogen, richtig robust, Reißverschlüsse gut, es atmet gut, ich habe noch nie Kondenswasser drin gehabt, das ist das zweite Mal schon drin. Die Gestänge sind gut, es hält das Zeug vom Gesicht weg, aber es ist einfach nicht meins. Wenn ich mit einem Zelt rausgehen will, dann nehme ich ein Zelt mit, weil das hier ist offiziell ein Zelt. Sobald da Gestänge drin ist, ob das jetzt ein Biwaksack wäre mit Gestänge oder dieser Observer, ist es ein Zelt und dann bist du im Gesetzlichen, ich bin kein Anwalt, im Gesetzlichen einfach nicht gut dargestellt. Also ganz unten, damit halt dieser ganz teure, was 900 Euro Zelt fast, nicht durchgestochen wird, obwohl es das bestimmt aushalten würde, habe ich hier die Savotta Isomatte. Die ist ganz gut, weil unten ist ein Stichschutz und gleichzeitig ist sie auch eine Isomatte. Savotta sagt, egal wie rum, ist richtig rum, aber für mich selber tue ich immer diese leicht nicht so rutschige Fläche nach oben, damit der Observer nicht so leicht rutschen kann allgemein. Und ganz unten die teuerste Isomatte der Welt. Die hier ist die MT500 von Decathlon. Ja, ich habe noch die rote Version. Und ich muss dir sagen, wie man hier sieht, die Schlaufen vom Observer Plus passen perfekt für diese Größe von Isomatte. Ich blende vielleicht ein, welche Größe ich habe, ansonsten tue ich es in die Kommentare unten. Aber mit dieser Isomatte kombiniert, muss ich sagen, innen hat man ziemlich viel Raumgewinn. Das erste Mal, dass ich es verwendet habe, hatte ich meine Isomatte drin und ich sag dir, da wird es schon extrem eng. Und let me show you its features. Komm mal her. Wie man sieht, überall drauf gedruckt, das ist Gore-Tex-Membran, das bedeutet, das atmet durch in der Nacht. Also kann man komplett zumachen, wenn es richtig funktioniert. Das tut es bei mir, weil ich meinen in sehr gutem Zustand habe, aber wenn man es Gebrauch kauft, muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man vielleicht ein bisschen ein Luftloch irgendwo offen lässt, weil es könnte ja sein, dass es irgendwann mal kaputt gegangen ist, falsch behandelt wurde. Es ist ja ein Membran, da sind ja mehrere Schichten aufeinander laminiert, also es kann durchaus auch kaputt gehen durch die falsche Verwendung. Ich habe für mich in Reflectix wieder mein Wundermittel für alles Kalte. Das ist eine sehr dünne Isomatte, die extrem günstig ist. Die funktioniert so egal welchen Grad nach unten. Ja, die habe ich ganz unten als meine unterste Schicht. Ja, da rutscht der Schlafsack ein bisschen drin. Aber ich muss sagen, der Schnitt vom Schlafsack
in Kombination mit dem Observer hilft ein bisschen, das auszubalancieren, dass man nicht zu viel umeinander rutscht. Ich habe den Climate-Kissen, den Schaumstoffkissen, den ich schon mal vorgestellt habe, in mein Kissen-Review. Einfach nur, weil es langsam Winter wird und ich verwende die Dinger gerne im Winter. Es wurde letzte Nacht 2 Grad, ich hätte locker im Tropen schlafen können, aber ich habe halt den Defense 4 mitgenommen, falls es nach unten rutscht, weil man sollte nicht einplanen, für was die exakte Temperatur wird, sondern falls es weiter nach unten geht. Das sehe ich immer wieder den gleichen Fehler, dass es passiert. Die Leute planen ein exakt für die Temperatur und wenn es zu weit nach unten geht, haben sie keine Lösung, für was sie tun, wenn es tatsächlich kälter wird. Also bitte plan einfach ein, falls es doch tiefer die Temperatur wird. Wenn es wärmer wird, kann man ja immer den Reißverschluss aufmachen und das ist normalerweise gar kein Problem. Ich habe hier den Defense 4 in der Langversion, weil ich bin 1,98 Meter, ein ziemlich großer Typ. Ich habe mein Exemplar von Lehmann Army Shop in Hart und ich habe gar keine Beschwerden darüber. Die Verarbeitung ist top. Ich weiß nicht, was dieser eine Messertyp gegen den Defense 4 hat, aber das Teil ist eigentlich spitze. Man muss wissen, wie man ihn richtig anwendet. Natürlich, hier oben ist nämlich gar kein Wärmekragen drin, aber das habe ich schon mal in ein Video gemacht. Ich glaube, das war der Vergleich zwischen den Snugpack Sleeper Extreme versus Defense 4. Das Video ist ziemlich bekannt auf meinem Kanal, falls du es nicht gesehen hast. Es lohnt sich reinzuschauen. Ich habe hier einen Rucksack von der Marke Essel. Ich werde natürlich ein ausführliches Review mal darüber machen. Ich finde ihn soweit spitze und danke nochmal an einen großen YouTuber, der mir den überhaupt verkauft hat, weil das Ding ist halt so. Es ist nicht olivgrün, aber trotzdem diese Braunfarbe tarnt sich sehr gut im Wald, wenn man unterwegs ist. Wenn man über Tarnung redet, das hier ist mein Drybag. Da habe ich immer meine ganzen Klamotten drin bei den Touren. Das ändert sich tatsächlich nie wirklich. Es ist ein sehr robustes Material, kann man selber mit einem Schwamm anputzen, wenn es halt so dreckig wird, wie es jetzt ist. Und es hält einfach alles trocken in der Nacht. Ich habe diese Leuchtfarbe damals ausgesucht, weil ich dachte, ich würde den zum Baden mitnehmen. Jetzt, dass ich draußen öfters im Wald bin, hätte ich doch vielleicht irgendwas Diskreteres nehmen sollen. Aber die gute Nachricht ist, egal wie müde nach einer Tour, ich nehme es immer mit, ich finde es immer im Schnee. Da ich extrem viele verschiedene Nalgene-Flaschen habe, wie ich schon mal gezeigt habe in meinem Nalgene-Alternativ-Video, ich habe sogar noch mehr gekauft als damals, wechsle ich immer ab, was für Flaschen ich überhaupt benutze, für je nach was für eine Tour. Ich habe hier diese kleinen so mit 500 Milliliter und der hier mit 650 Milliliter. Also ich habe so leicht über, 1,5 Liter habe ich leicht über. Und für so eine Wintertour kann ich dir echt empfehlen, man soll etwas mehr Wasser mitnehmen, als man denkt, weil man möchte vielleicht, wenn es tatsächlich zu kalt wird, doch einen Tee an den Abend machen. Das kann ich euch echt empfehlen, irgendwas mit Ingwer zu nehmen oder irgendwas ganz Scharfes. Oder einen Pfefferminztee, den mag ich selber einfach nur vom Geschmack her. Aber ein Tee vorm Bett gehen ist immer richtig gut, halt um dich innerlich zu wärmen. Aber man kann auch so eine kleine Flasche nehmen, einfach mit heißem Wasser füllen. Bitte nicht 100 Grad, weil das habe ich schon erlebt bei solchen Flaschen. Wenn du 100 Grad reintust, dann machst du nur die Flasche kaputt und dann funktioniert sie nie wieder. Also nie wieder so wie früher. Also so 90 Grad Wasser rein, dann tust du dir das in den Schlafsack und dann kriegst du halt ein bisschen Hitzegewinn, wenn du es brauchst. Aber ich habe es heute gar nicht verwendet. Die sind außerhalb von den Observer für einen Grund. Natürlich bei solchen Touren sollte man immer einplanen, falls eine Verletzung passiert. Also habe ich immer 2 Erste-Hilfe-Sets damit. Ich habe einen hier drin, der hat so Magnesium, Pflaster, ganz Kleinigkeiten drin. Das ist nicht so ein ernsthaftes Erste Hilfe, aber halt nice to have. Und dann habe ich auch meinen großen Kit hier. Der hier hat Sachen drin von Rhino Rescue. Die Tasche selber ist von Tatonka. Es ist für so die ernsteren Fälle. Klar, ich bin kein Sanitäter, aber ich möchte lieber was dabei haben, Falle eines Falles, anstatt nichts dabei haben, weil es kann ganz schnell ausarten. Das Messer, das ich dieses Mal mit hatte, ist die hier von Light My Fire in Orange. Das Gute dran ist halt, du hast halt einen Feuerstahl im Griff. Ich habe es zwar nicht gebraucht, ich wollte ihn aber nur mal verwenden, um zu sehen, wie er überhaupt in der Hand liegt. Ich muss dazu sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von diesem Messer. Das bin ich immer wieder, wenn ich ihn in der Hand nehme. Und natürlich wird irgendwann mal ein Messer-Review davon stattfinden. Aber, falls ihr es doch so weit zum Video geschafft habt, muss ich euch einen kleinen Geheimtipp sagen. Das hier ist eine Stirnlampe von Nightcore. Ich werde sie einblenden, wie sie richtig heißt. Aber ich zeige euch mal, was das Coole dran ist. Es ist winzig klein, es ist wieder aufladbar, es hat die Funktionen von Rotlicht, einmal, zweimal, eine viel hellere Stufe und das dritte Mal ist halt eine SOS-Funktion. Dann hat es Weißlicht, einmal ziemlich dunkel, das zweite Mal Medium, das dritte Mal hoch und wenn man länger oben bleibt, kommt ein Turbo-Modus. Aber der hält nur ein paar Sekunden an, bis er wieder runterregeln muss, weil sonst würde er zu heiß werden. Aber das Beste dran ist, wenn du jetzt, weil es gibt hier oben 2 Schalter, einer für den Rotlicht steht R drauf, das andere steht einfach nur so ein aus und das funktioniert für den Weißlicht. Die meisten denken, das hat dann nur Weißlicht und Rotlicht, aber wenn man lange dran hält,
dann kommt so ein Leselicht. Wie man sieht, das blendet einen fast gar nicht. Und in der Nacht zum Film finde ich das sehr angenehm. Und noch dazu, wenn ich jetzt gegenüber jemandem hocke, kann ich das sehr wohl hier auf der Stirn haben mit dem Leselicht an und blende nicht die andere Person. Ansonsten kann ich euch das Ding einfach nur ans Herz legen. Das hält überraschend lange und das Rotlicht in 2 Stufen ist was ganz Besonderes. Weil ich kann die 1. Stufe verwenden für den Nahbereich und die 2. Stufe ist so hell, ich kann nachts durch den Wald laufen und sehe alles. Obendrauf kostet sie nicht besonders viel. Der einzige Nachteil, muss ich echt sagen, an dieser Stirnlampe ist, sie ladet noch über USB 2, nicht USB-C. Das ist ein bisschen schade, aber man kommt damit klar. Falls noch irgendein Experte noch zuschaut in den Kommentaren, bitte lass mir einen Kommentar darüber, wie ich den Observer tatsächlich richtig verwenden sollte. Ich bin kein Experte selber, also weiß ich es nicht. Das andere ist, falls euch das Video gefallen hat, weil es das allererste Video ist, wo ich einfach durchgehe, was ich in mein Setup habe, like, Abo und schreibt was darüber, weil dann mache ich natürlicherweise mehr. Normalerweise gehe ich nämlich jedes Mal raus mit einem komplett anderen Setup und dann kann ich vielleicht ein paar Sachen kombinieren, die du schon mal in einem anderen Video gesehen hast, einfach nur, um euch selber einen Bericht darüber zu geben. Ich wünsche euch von Tirol aus ein wunderschönes, was auch immer.